Yo, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich den guten AGE interviewen. Hi, AGE. Yo, hi, schön, dass ich hier sein darf. Germi hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast, auf jeden Fall. Ich mache sowas normalerweise nicht so. Ja, das heißt, wir haben hier einen Ehrengast. Da das Ehrengast, ja, soweit kommt's noch. Das Ding ist so, bei dir, AGE, du hieß ja, glaube ich, damals Real Gaming Expert, oder? Ja. Und ich glaube, man kann deinen Kanal so zusammenfassen, dass du gescripteten Gaming-Content machst, was in Richtung Nintendo geht. Und Pokémon ist auch eine große Sache auf deinem Kanal. Eine Sache, die du auch noch machst, ist das Ding, dass du auf Twitch streamst. Ja, jetzt nicht so oft. Ich habe jetzt seit Monaten nicht mehr so richtig gestreamt. Also ich mache das hin und wieder mal, wenn ich so ein bisschen Zeit habe, aber ist halt nicht so die Zeit dafür, weil ich habe halt diesen Hauptkanal, wo ich, wie du gesagt hast, gescriptete Videos hochlade und dann noch einen Zweitkanal, wo ich LPs hochlade. Voll. Da bleibt dann jetzt nicht mehr so viel Zeit noch übrig. Ja, glaube ich. Ist jedes Video von dir gescriptet oder gibt es auch Videos, die du so ein bisschen aber auch frei gesprochen hast? Ne, es sind tatsächlich sehr viele freigesprochen. Das sind so meistens diese Meinungsvideos so zu Pokémon-Trailern oder so. Aber viele sind auch gescriptet. Also vor kurzem habe ich ein Video gemacht zu Bayonetta 3, dieses Debakel da mit der Synchronsprecherin. Das war zum Beispiel gescriptet komplett, weil das könnte ich jetzt auch nicht so frei, kurz und prägnant quasi auf den Punkt bringen, weißt du? Das ist ein bisschen schwieriger. Ah, easy. Aber imagine jetzt so, weißt du noch so aus einem Video von dir, was du nicht gescriptet hast, wie lang die Rohaufnahme war, vergleich zum Endvideo? Ganz ehrlich, die meisten Videos sind irgendwie so, die Aufnahmen sind meistens immer so fünfmal länger, weil ich einfach jeden Satz mehrmals so einspreche. Also 10 Minuten Video dauert dann schon so 40, 50 Minuten in der Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist oder ob das nur bei mir so ist, aber naja. Ich sag's mal so, bei einigen ist es natürlich kürzer, aber bei einigen Leuten ist es auch so lange. Also es kann schnell mal passieren, dass man sich halt verhaspelt bei der Aufnahme und am Ende will man ja am besten ein Video haben, wo man halt klar und deutlich spricht und das kann schnell mal passieren, dass man sich da verhaspelt. Ja, genau, man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, dieses Interview geht jetzt schon eine halbe Stunde, aber du hast es runtergeschnitten auf 2 Minuten. Das Ding ist doch bei dir, eine Sache, die jetzt ein paar Zuschauern auffällt, ist das Ding, dass du zum Beispiel keine Cam anhast und bist du jemand, der sich auf YouTube zeigt oder eher weniger? Einmal auf Twitter vor 6, 7 Jahren, aber den Post habe ich auch wieder gelöscht, deswegen es gibt keine Beweise mehr. Ihr habt keine Beweise gegen mich, Mann. Ich habe das Bild auch gesehen damals. Was? Da kann doch gar nicht sein. Doch, auf Twitter damals. Dieses Bild hast du nicht auf YouTube hochgeladen, oder? Als Profilbild, nur auf Twitter. Das war nicht was bei Profilbild, das war einfach nur so ein ganz normaler Tweet einfach, glaube ich. Ah, okay, das kann auch sein. Aber ich habe das damals gesehen und dann dachte ich so, hat sich damals gezeigt und seit dem Tweet nicht mehr. Habe ich nie mehr was von dir gesehen. Gibt es da Gründe dafür, weswegen du dich nicht zeigst? Ja, schon so einige Gründe. Zuerst einmal braucht man da ja schon so ein bisschen ein Setup dafür. Eine einigermaßen gute Kamera, die auch einiges kostet. Ne? So für Stream und so. Und gleichzeitig, ich meine, ich bin jetzt nicht so der mega große YouTuber. Ich will jetzt auch nicht so erkannt werden, wenn ich rausgehe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das passieren würde. Das hört sich so ein bisschen abgehoben an, weißt du? Aber ja, ich möchte halt einfach nicht, dass so Leute auf der Straße mit mir reden oder so. Das finde ich so ein bisschen komisch. Aber ich meine halt so, du hast so um die 120.000 Abonnenten, glaube ich. Imagine, dass sie jetzt in jedem Video gezeigt, dann wäre es durchaus möglich, dass sich halt Leute auf der Straße ansprechen bei dieser Reichweite. Und ich kenne deinen Kanal schon echt lange. Damals war so auch jemand, beziehungsweise bist du vielleicht heute auch noch, aber damals habe ich das so als aktiven Kommentarschreiber wahrgenommen unter einigen Gaming-Videos und auf einmal habe ich dann gesehen, so yo, er hat ein Pokémon-Channel-Video hochgeladen und weißt du noch so, wie damals deine Anfänge so für dich waren? Warst du sehr nervös oder wie war das so für dich damals? Ja, also du hast ja gerade schon angesprochen, dass du mich, wenn ich das richtig verstanden habe, oft in den Kommentaren von Leuten gesehen hast oder so. Genau, ja. Ja, ich habe oftmals unter den LPs von zum Beispiel Domtendo geschrieben, wo ich dann auch schon so ein bisschen, bekannter in dieser Community war, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, das kann man ja so ein bisschen nutzen, um vielleicht auch mal so ein bisschen selbst anzufangen, weil ich auch ein bisschen Bock darauf hatte. Ja. Und da habe ich da so ein paar Leute angeschrieben. Es gab ja damals auf YouTube noch diese privaten Nachrichten, die man schreiben konnte. Leider nicht mehr. Was ich eigentlich ganz geil fand, das Feature. Das war cool. Da habe ich so ein paar Leute angeschrieben, so 10, 20 Leute, die mich dann so ein bisschen besser kannten, habe gesagt, ja, ich habe jetzt hier so ein Video gemacht, wenn euch das anschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und das war dann so der Anfang. Da hatte ich da halt von Anfang an schon so um die 10 Leute, die mir mal zugeschaut haben. Oh, wie cool. Aber das Krasse ist halt damals in der PN-Funktion, das ist also wie eine Privatnachrichtenfunktion gewesen. Ja, ja. Die Leute haben das gelesen. Das ist krass. Man konnte so gut die Leute erreichen damit und es war so, also man konnte dadurch auch richtig gut
gut Eigenwerbung machen. Das war so krass damals. Ja, heute Funktion. Hast du das halt gar nicht mehr. Du kannst gar nicht mehr mit irgendjemandem so richtig in Kontakt treten. Das ist ein bisschen schade irgendwie. Ja, also in der heutigen Zeit, wenn ich versuche, irgendwelche Creator zu erreichen, dann halt Discord, Twitter, Instagram, genau. Sowas halt. Und was verbindest du ja so mit Pokémon Channel? Ich meine, das ist dein erstes Video so damals gewesen. Pokémon Channel. Es war einfach so ein Spiel, das ich in meiner Kindheit sehr lange gespielt habe, wahrscheinlich so um die 100 Stunden oder so, keine Ahnung, was unnormal lang ist, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber bei mir in der Kindheit war es so, da hast du halt irgendwie pro Monat so ein bisschen Taschengeld bekommen, so, weiß ich nicht, 10, 20 Euro, du musstest halt irgendwie mehrere Monate sparen, bis du dir irgendwas Neues kaufen konntest. Da konntest du halt nur die Spiele, die du hast, auch nur spielen, weißt du? Ja. Da war es ja nicht so, dass du hier irgendwie, wie heutzutage, dir so ein kostenloses Spiel runterladen kannst, wie Genshin Impact, was du irgendwie für 50 oder 100 Stunden spielen kannst und das auch vollkommen kostenlos. Klar, du kannst auch Geld für ausgeben, aber es geht halt auch so einfach, aber das gab es halt damals nicht so richtig. Aber ich weiß sogar noch Pokémon Channel. Das Spiel habe ich auch in meiner Kindheit gespielt und ey, die Pichu Bros. Ich liebe die. Ja. Junge. Dieser Anime im Spiel, ja. Ja. Und eine Sache, die mir noch auffällt bei dir, ist wirklich so auch bei den Videos. Ich finde, deine Audioqualität ist echt gut, so man versteht ganz gut, was du sagst. Und was hast du da so für Tipps oder für Dinge gemacht, dass deine Audio so gut klingt? Also das ist einfach nur eine ganz normale Stimme. Ich bearbeite die jetzt nicht. Ja klar, ich verringere das Hintergrundrauschen, das ist das Einzige, was ich mache. Ansonsten habe ich halt ein sehr gutes Mikrofon, das Rode SM7B oder wie das heißt, was irgendwie 400 Euro kostet. Aber vieles davon ist einfach so Stimmtraining, was du dir über die Jahre so ein bisschen aneignest. Weil am Anfang, wenn du mit YouTube anfängst, und das ist so ein Tipp für jeden, der jetzt vielleicht noch damit anfangen will, deine Stimme hört sich immer scheiße an. Du hast halt kein Selbstbewusstsein in deine Stimme. Du weißt halt nicht, wie du deine Stimme richtig einsetzt. Das ist halt etwas, was erst über Zeit kommt. Das musst du echt so ein bisschen trainieren. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie man das aktiv selbst so trainiert, aber es ist einfach etwas, was über Zeit kommt, habe ich das Gefühl. Also ja, safe. Ich habe ein älteres Video noch von dir angeschaut und mir ist so aufgefallen, wie viel leiser du geredet hast. Aber es kommt echt mit der Zeit, das Ganze. Und mich würde es doch irgendwie so interessieren. Ich habe mich heute mit dem Thema YouTube-Algorithmus ein bisschen beschäftigt. So. Und auch generell so als YouTuber ist es ja auch wichtig oder kann sehr vorteilhaft sein, dass du halt interessante Thumbnails machst, dass du halt Videothemen behandelst, die auch vielleicht interessant wirken für die Zuschauer. Es gibt so viele wichtige Faktoren so als YouTuber mit dem Algorithmus auch. Und mich würde es irgendwie so interessieren, gab es mal bei dir so ein, zwei, drei Algorithmus-Momente, wo irgendwie etwas bei dir soft auf der Startseite gelandet ist, bei anderen Leuten? Ja, Top 3 Algorithmus-Momente jetzt, okay. Für mich war das große Jahr auf jeden Fall 2019. Da hatte ich so 40.000 Abonnenten vielleicht und das war dann am Ende des Jahres dann schon 100.000. Was? Also das war ein richtig krasser Boost für mich und zwar aufgrund von zwei Videos hauptsächlich. Ja. Für die man mich heute auch noch kennt, denke ich. Und zwar einmal das Coinmaster-Video, das hattest du vorhin schon angesprochen, jetzt nicht in dieser Aufnahme, sondern als wir vorhin geredet haben. Mhm. Das hat innerhalb von, weiß ich jetzt nicht, zwei Wochen irgendwie eine 500.000 Aufrufe oder so bekommen oder irgendwie sowas in der Art, was halt irgendwie mindestens 10, 20 Mal so viel war, wie ich normalerweise bekomme. Und in diesem Monat hatte ich auch irgendwie 16.000 Abonnenten. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich das danach nicht wieder geschafft habe, aber naja. Und dann noch ein Video zu Super Mario Maker 2, zu schlechten Leveln, was auch ganz gut ankam. Das war auch irgendwie 500.000 Aufrufe innerhalb von 2-3 Monaten oder so. Also ich weiß jetzt nicht mehr so genau die Daten, aber das waren auf jeden Fall die Videos, die sehr gut performt haben. Wow, das ist heftig. Aber wenn sowas passiert, ist ja der Druck voll krass. Du hast jetzt so viele neue Leute auf deinen Kanal geholt und als YouTuber willst du natürlich diese Leute bei dir behalten und Coinmaster so, ist ja ein Thema, was jetzt so im Vergleich zu deinem anderen Content sich ein bisschen unterscheidet, soweit ich weiß. War da irgendwie ein großer Druck da oder irgendwie viele Gedanken so, yo, soll ich meinen Content ein bisschen abändern oder gar nicht? Nee, tatsächlich gar nicht. Einfach, weil ich immer nur das mache, worauf ich auch jetzt wirklich Bock habe. Aber ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich daran so inhaltlich anknüpfen sollte an ein Video zu Coinmaster. Ich meine, keine Ahnung. Weil das mit Mario Maker, das passt natürlich auch ganz gut, weil das ist ja Nintendo und ich mache generell nicht nur Pokémon, sondern auch Nintendo. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, habe ich jetzt ein paar Abonnenten dazu bekommen, ziemlich viele tatsächlich, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich daran logisch anknüpfen könnte, deswegen mache ich einfach so weiter wie immer. Ja, und du hast ja noch deinen Let's Play-Kanal, wo, soweit ich weiß, zwei Let's Plays am Tag kommen. Genau. Und mir stellt sich so die Frage, bist du ein Vollzeit-YouTuber oder hast du schon mal überlegt, das Vollzeit zu machen oder beides? Ich mache das Vollzeit tatsächlich, ja. Also sonst würde ich das auch gar nicht hinbekommen. Ich meine, allein so ein Let's Play, man denkt sich natürlich, gut, das sind jetzt so 20-Minuten-Videos vielleicht, das wird wahrscheinlich auch nur 20 Minuten dauern, aber ist tatsächlich nicht so. Ich muss ja erstmal 20 Minuten aufnehmen, dann muss das noch bearbeiten. Oder zumindest mal überprüfen, ob da alles so richtig ist. Aber also du schaust das ganze Video nochmal an. Da muss das natürlich noch gerendert werden, hochgeladen werden. Thumbnails, Titel, Beschreibung,
Tags, ja. Monetarisierung und der ganze Kram, das dauert dann schon so Stunde bis zwei Stunden pro Video. Das ist dann natürlich jeden Tag. Das ist safe. Schon ein bisschen mehr, als man jetzt sich vielleicht denken mag. Ne? Ja, safe. Hast du irgendwie Leute, die dir im Hintergrund manchmal helfen? So Cutter, Thumbnail-Ersteller oder irgendwelche Leute, die dir sonst irgendwie helfen? Nee, ich mach das alles komplett allein. Ah, krass. Und wie ist das so bei dir mit Placements, wenn ich fragen darf? Machst du manchmal welche oder eher selten? Ja, manchmal, wenn ich halt welche angeboten bekomme, was... Ah. Ich meine, ich bekomme schon ziemlich oft welche angeboten, aber oft so Dingen, wo ich mir denke, da kann ich jetzt nicht so wirklich helfen. Wie zum Beispiel, oh, ein Gaming-Stuhl. Das hilft mir jetzt aber nicht, weil ich mich ja nicht zeige. Oder, oh hey, wir haben hier einen Eistee für dich. Und ich denke mir, ja, cool. Also ich habe jetzt schon zwei Placements zu Genshin Impact gemacht, weil ich das Spiel auch cool finde und selbst für so ein Jahr gespielt habe. Da hatte ich aber einfach nicht mehr so die Zeit dafür. Und dann noch so zwei, drei weitere. Also innerhalb von 8 Jahren habe ich jetzt, glaube ich, 5 oder 6 gemacht oder so. Also jetzt nicht so viel. Na, okay. Also bestenfalls so eins pro Jahr. Aber ich wusste gar nicht, dass du das Vollzeit machst, weil ich dachte, du warst noch in der Uni oder hast du die beendet? Ich bin eigentlich so gut wie fertig. Das Ding ist, ich habe Sprachwissenschaften studiert. Mhm. Ich habe das da studiert, habe eigentlich so gut wie fertig gemacht. Also Deutsch, Englisch, Japanisch, Sprachwissenschaften studiert. Oh. Aber das Ding ist halt, während dieses Studiums, was eigentlich 7 Semester dauert, also 3,5 Jahre, muss man auch ein Auslandssemester machen, was ich gemacht habe in Spanien, in Cadiz. Oh. Und auch ein Praktikum machen. Aber das Ding ist, in Deutschland, aus irgendeinem asozialen Grund, können Praktika auch vollkommen unbezahlt sein. Und das ist dann halt ein bisschen blöd, weil ich kann jetzt nicht 40 Stunden für quasi kein Geld arbeiten gehen und dann noch überleben, weißt du? Vor allem in der momentanigen Zeit, wo halt so mega krasse Inflation ist. Das ist halt scheiße. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist quasi das Letzte, was ich machen muss und dann habe ich meinen Abschluss. Also ich habe schon jedes Semester, jedes Seminar gemacht und so, jede Hausarbeit. Das ist dann kein Problem mehr. Und das heißt, du müsstest jetzt irgendwo ein Praktikum machen, sozusagen arbeiten irgendwo, wirst aber dafür nicht bezahlt. Genau, also ich muss 160 Arbeitsstunden irgendwo ein Praktikum machen. Also theoretisch hast du das in einem Monat durch. Mhm. Also 4 Wochen, 40 Stunden jeweils. Aber das Ding ist, ich habe mir das angeschaut und niemand, so gut wie niemand, stellt nur für einen Monat ein. Das sind nur so, also die meisten halt so mindestens 3 Monate, aber viele auch nur mindestens 6 Monate, wo du dann da arbeiten musst. Und wenn das halt nicht bezahlt ist, oder manche sagen auch, es gibt eine Aufenthaltsentschädigung von 450 Euro pro Monat, ich kann davon nicht leben. Ich glaube, niemand könnte davon leben. Weißt du, das ist halt ein bisschen blöd. Und neben 40 Stunden arbeiten habe ich auch keinen Bock, dann noch YouTube groß zu machen, weil ich da nicht so die Zeit für hätte, glaube ich. Keine Ahnung. Bei dir ist dann auch so eine Sache. Ich glaube, du bist jemand, der schon direkt seine Meinung sagt und auch gerne mal halt Kritik äußert oder halt eine Meinung sagt, die jetzt nicht unbedingt jeder passen könnte. Und dadurch kann es auch kommen, beziehungsweise ist schon öfters vorgekommen, dass Leute in den Kommentaren wie pissig auf dich waren oder teilweise halt irgendwelche Meinungen über deine Meinung sagen oder über dich als Person sogar, dich persönlich angreifen, wegen einer Meinung zu irgendwas, was du gesagt hast. Und passiert das oft bei dir und wie bist du früher damit umgegangen und wie gehst du heute so damit um mit solchen Kommentaren? Ja, also es kommt hauptsächlich, weil ich auch sehr viel zu Pokémon mache und naja, die jetzt so Pokémon verfolgen, die werden wissen, dass viele oder einige Fans jetzt nicht so zufrieden momentan mit der Spieleserie sind, aus vielen unterschiedlichen Gründen natürlich. Und einigen Fans passt das dann natürlich nicht so, weil die halt nur Positives hören wollen. Aber das Lustige ist, wenn ich mich positiv äußere, kommt genauso das Gegenteil. Und dann sagen Leute, hä, wie kannst du das geil finden? Also egal, was du machst, ist halt letztendlich falsch. Klar, da kommt dann natürlich schon sehr viel Kritik gegen meine Kritik, ironischerweise. Weil scheinbar dürfen die Zuschauer das sagen, aber ich darf es jetzt nicht. Ich denke halt immer so, klar, du darfst ja was kritisieren. Das ist ja letztendlich ist ein Spiel ein Objekt. Das hat ja keine Gefühle, ist ja dem Spiel scheißegal, ob es jetzt geil gefunden wird oder nicht. Weißt du, deswegen verstehe ich das jetzt nicht so ganz, warum einige einen persönlich so scheiße finden und einen so mega angreifen. Also ich glaube, einfach weil du online so mega anonym bist und das keiner zurückverfolgen kann, fühlen sich jetzt alle so mega, mega stark. Aber letztendlich würde das keiner ins Gesicht sagen. Wie ich damit umgehe, ich blocke halt einfach die meisten von denen, weißt du. Ah, okay. Aber haben das so Kommentare vielleicht früher mehr getriggert als heute? Ja, also ganz ehrlich, so es gibt natürlich immer Kritik und also es gibt berechtigte Kritik und unberechtigte Kritik, finde ich. Also es gibt so berechtigte Kritik, wenn Leute sagen, das hätte es vielleicht besser machen können oder so. Dann gibt es auch so Leute, die sagen, ich finde dich richtig scheiße, dass du so negativ gegenüber die Spiele eingestellt bist. Und ich finde, solange man das irgendwie unterscheiden kann, was jetzt richtige Kritik ist und was einfach so Hass ist, der auf einen zukommt, dann kann man das ganz gut ausfiltern so ein bisschen. Du kannst ja einfach diese Leute ganz leicht bannen und die richtige Kritik kannst du ja trotzdem noch zu Herzen nehmen und dann darauf aufbauen.
aufbauen, weißt du, und das verbessern. Ja, also damals hat mich das auf jeden Fall schon deutlich mehr getroffen. Irgendwann mal wirst du halt, ich will nicht sagen immun dagegen, weil das nicht stimmt, aber es stört dich jetzt nicht mehr so sehr, weil klar, wenn du jetzt zum tausendsten Mal gesagt bekommst, dass du so scheiße bist, ist halt anders, als wenn du es zum ersten Mal hörst. Ja, das Ding ist doch so bei dir, ist es für dich manchmal schwer, noch so Videos zu erstellen, sei es jetzt zum Beispiel ein Thema zu finden, das Ganze zu scripten, das auch am Ende zu schneiden. Ist es doch so schwer für dich heutzutage oder hast du mittlerweile so voll den Rhythmus drin und du findest immer ein Thema, worüber du reden kannst? Also ich habe tatsächlich so eine Excel-Liste aus irgendwie so 100 Themen oder so, wo ich halt so mir... Ich habe halt manchmal so Momente, wo mir Dinge einfallen, die schreibe ich mir dann sofort auf. Meistens halt in mein Handy, weil ich das halt immer dabei habe. Und da schreibe ich das letztendlich in diese Excel-Liste rein. Und deswegen habe ich eigentlich immer so ein bisschen Vorrat. Vieles davon werde ich jetzt wahrscheinlich auch einfach nie verwenden, weil das jetzt nicht so geile Themen sind. Aber ja, manchmal hat man schon Probleme, so Themen zu finden. Vor allem, ich denke mir auch immer so, ja gut, in ein paar Tagen haben wir jetzt zum Beispiel Halloween und dann mache ich ein Video zu Halloween. Aber da fällt mir nichts ein. Oder irgendwie Weihnachten oder so ist halt alles... Naja, also so Schwierigkeiten jetzt nicht so mega, aber manchmal schon so ein bisschen. Vor allem, weil das natürlich auch wöchentliche Themen sind quasi, weißt du? Ja. Ich mache ja wöchentlich Videos so ziemlich. Machst du auch manchmal so News-Videos, so die sich mit aktuellen Themen beschäftigen? Oder bist du jemand, der das wie vermeidet, weil wenn du halt aktuelle Themen besprichst, sind die halt in einem Monat nicht mehr aktuell oder halt uninteressant, weil das eh schon die meisten wissen? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich sehr lange sehr viele News-Videos gemacht. Mhm. Ich sag's auch ganz ehrlich, weil die auch wirklich sehr einfach zu machen sind. Es ist dann für mich einfach so, ja gut, jetzt kann ich mal für eine Woche chillen, mache ich einfach dieses News-Video innerhalb von ein paar Stunden. Da ist jetzt auch nicht so wirklich der mega krasse Bearbeitungsaufwand drin, weil einfach wirklich nur Fakten wiedergibt es quasi. Ja. Also musst du jetzt nicht mega krass recherchieren oder Dinge einblenden oder den mega krassen Schnitt haben. Es ist dann schon irgendwie ziemlich entspannt. Aber heutzutage denke ich mir oftmals einfach so, ja gut, so möchte ich jetzt aber auch nicht in 10 Jahren dann hier auf YouTube enden, einfach nur News-Videos zu machen. Habe ich nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie einen großen Einfluss auf irgendwas hatte, weißt du? Mhm. Das ist halt jetzt nicht so die mega krasse Leistung am Ende des Tages. Ich mache das natürlich immer noch zum Teil manchmal, aber ich bin damit schon deutlich runtergegangen und versuche jetzt eher so auf gescripteten Content zu gehen, wo dann auch ein bisschen aufwendigerer Schnitt dann dahinter steckt. Ja, bei den News-Videos ist halt voll das Problem, dass die halt irgendwann uninteressant werden. Ja, schon nach einer Woche manchmal. Ja, das ist halt voll das Problem. So, wenn du so ein News-Video machst, hast du manchmal auch diese Hintergedanken, so, yo, das war halt nicht mehr aktuell oder uninteressant. Ja, generell ist das in der Pokémon-Szene auf YouTube so. Du hast ja quasi diese Pokémon Presents Ausgaben, das ist quasi was für den Nintendo Direct, das halt dann so hin und wieder mal kommt, wo die halt News zeigen. Und generell waren in diesem Monat, glaube ich, schon irgendwie 3-4 neue Pokémon Trailer gezeigt worden. Und das Ding ist, wenn du nicht am ersten Tag bist, dann bist du schon zu langsam. Das ist halt auch irgendwie scheiße. Du musst das halt wirklich, die kommen normalerweise immer um 3 Uhr nachmittags raus, musst dich sofort dran setzen, eine Meinung dazu haben. Du kannst es halt nicht mal so richtig verarbeiten, diese Information. Das muss am selben Tag direkt raus sein. Das ist halt irgendwie so mega Cancer, diese YouTube-Meta irgendwie. Ich mag das nicht. Das hat voll das Wettrennen halt so der Erste, der das macht. Ja genau, der kriegt halt die ganzen Klicks. Das ist halt scheiße irgendwie. Das ist heftig so. Aber natürlich kann man jetzt den YouTubern nichts vorwerfen so, weil... Ja, so funktioniert das Spiel einfach, weißt du. Und eine Sache noch bei dir ist halt zum Beispiel, dass du Hydropia als Profilbild hast und du beschäftigst dich auch gerne mit Pokémon. Und gibt's irgendwie so ein, zwei Lieblingsmomente, die du mit Pokémon verbindest in Real Life? Ja, für mich war Pokémon einfach meine gesamte Kindheit so ziemlich. Ich habe mit Pokémon Rot angefangen. Mhm. Ich weiß nicht, wann genau ich es gespielt habe, so 2000, da war ich irgendwie 5-6 Jahre alt, müsste das gewesen sein. Ich bin schon 27, ich bin ein richtiger YouTube-Boomer, weißt du? Yeah! Und dann habe ich so ziemlich jedes Spiel seitdem gespielt, immer die sofort gekauft. Also seit Pokémon Schwarz und Weiß habe ich die immer sofort gekauft. Davor war ich halt auch zu jung, ich konnte mir halt nicht leisten oder so. War dann immer darauf angewiesen, dass meine Eltern mir die kaufen, die Spiele. Aber mein Highlight war dann, glaube ich, Pokémon Smaragd. Das habe ich zu Weihnachten 2004 oder 2005, oder wann auch immer das rauskam, bekommen, sogar mit dem Lösungsbuch. Das fand ich richtig geil. Boah. Und vor allem, die Smaragd-Edition ist ja diese Edition, die so grün leuchtet, weißt du? Mhm. Also Rubin, Saphir, Smaragd, das sind die rot-blau-grün leuchtenden Editionen. Die sind richtig cool auch so zum Anschauen. Ja, voll. Das ist dann so für mich der geilste Moment gewesen irgendwie. Das habe ich auch bestimmt mehrere tausend Stunden so gespielt. Yeah. Ungelogen. Wie war das eigentlich noch so damals mit deinen YouTube-Anfängen? Du hast wahrscheinlich noch zu Hause gelebt. Hattest du da eine Angst, dass sich eventuell die Eltern hören könnten beim Aufnehmen? Also ich habe YouTube damals so kennengelernt quasi. Ich habe damals Zelda Skyward Sword gespielt, als das rauskam. Das war 2011. Bin da in der Wüste da nicht weitergekommen. Ich weiß nicht, wie die Wüste heißt. Hat dann natürlich gegoogelt, wie man das halt so macht, wie man jetzt da weiterkommt. Und dann
wurden mir die Videos von Domtendo vorgeschlagen und dann bin ich halt immer wieder auf diesen einen YouTuber zurückgekommen, weil ich halt immer wieder festgesteckt habe in diesem Game. Und ich dachte mir auch so, boah, richtig geil. In dem Titel steht Blind. Der spielt das blind? Der Typ ist blind? Das kann doch gar nicht sein. Nein. Das habe ich echt nicht gecheckt am Anfang. Das war so ein richtiger krasser Moment. Aber dann habe ich mich da danach so langsam reingefunden, mir einen Account gemacht und einigen Leuten gefolgt und dann 2014, also ein paar Jahre danach, auch selbst damit angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ich habe dann halt auch immer nur aufgenommen, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren. Easy. Und das Ding ist, ich sehe gerade bei der Aufnahme, dass wir schon ein bisschen länger halt bei der Aufnahme sind. Mhm. Und ich würde sonst noch zu der letzten Frage kommen bei dir. Ja. Und zwar die letzte Frage, die ich noch hatte, wäre die Sache. Gab es jetzt mal irgendwie einen Moment bei dir, wo du eine YouTube-Pause gemacht hast oder nee? Ja, das war Ende 2017. Da wollte ich komplett mit YouTube aufhören. Ah. Weißt du das noch oder woher weißt du das? Irgendwie hatte ich was im Hinterkopf, dass irgendwann mal so eine große Pause war. Ja, genau, das war Ende 2017 aus mehreren Gründen. Es hört sich jetzt vielleicht dumm an, ich sag's trotzdem, die Geschichte dahinter. Ich habe so eine Spieleserie, die ich mega liebe, die heißt Danganronpa. Das ist so eine Anime-Spieleserie, wo es darum geht, dass sich Teenager gegenseitig umbringen und man herausfinden muss, wer der Mörder war. Mhm. Und da kam halt der neue Teil von raus. Ich habe es Let's Played direkt, hatte mega Bock drauf, habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so sehr auf ein Spiel gefreut. Und da dachte sich ein Zuschauer, ja gut, wäre eigentlich ganz cool, wenn ich einfach mal das gesamte Spiel spoiler in den Kommentaren. Wow. Da hatte ich mir auch so gedacht, ah, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf irgendeinen Scheiß hier. Und dann habe ich einfach aufgehört. Da habe ich das aber auch so ein bisschen bereut. Nach ein paar Monaten hat man dann wieder weitergemacht. Also es war jetzt, ich hatte wirklich vor, damit aufzuhören, aber bin dann wieder zurückgekommen. Und seitdem habe ich wieder weitergemacht. Also um das richtig zu verstehen, das war auf dem Let's Play-Kanal wahrscheinlich? Genau, das war auf dem Let's Play-Kanal. Und irgendjemand hat dir das Game gespoilert so und dann dachtest du so, okay, wegen dir höre ich jetzt mit ganz YouTube auf. Jetzt, wo du es so sagst, hört sich das so sehr unspektakulär und scheiße an. Aber ja, das war tatsächlich so. Ich verstehe so, dass du halt ultra piss in dem Moment warst, aber dass du sogar mit dem Hauptkanal auch aufhören wolltest, wegen einer Person, das musst du richtig mitgezogen haben. Ja, hat es auch. Es ist irgendwie so, jetzt wo du es so sagst, so ein bisschen peinlich. Und ich verstehe es auch nicht mehr so ganz, aber es war halt so. Oh mein Gott, krass. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Spiel gefreut, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Glaube ich. Und ja, AG, ich denke mal, an dieser Stelle werde ich dann auch dieses Video beenden. Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du heute am Start warst. Ja, gar kein Problem. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe mir zuvor schon mal einige Videos angeschaut. Mit Rubini, Shara und Ulti. Das waren ganz coole Videos. Ja. Yeah. Habe ich einiges Neues herausgefunden. Sehr nice, das freut mich. Und ja, Leute, ich denke mal, an dieser Stelle werde ich dann auch dieses Video beenden. Ich bedanke mich noch bei euch fürs Zusehen. Also, ciao, Leute. Ciao. Danke fürs Zuschauen.